Wow. Das neue Album von Justin Bieber beim Training, es killt euch komplett weg. Also, dann hör auf, dich zu verstecken, du Pussy. Ja, okay, Bro, hast ja recht, Mann. Girl, I don't wanna see you crying anymore. Das ist mein Bruder, Leute, Philipp Lovelock, ihr wisst Bescheid. Motiviert ihn, indem ihr einen Kommentar schreibt, Leute. Wow. Was geht ab, meine Freunde? Ihr seid wieder bei einem Vlog von Mr. L to the L to the L. L, der Beat ist richtig geil. Zu Hause gibt es bei mir nur noch House Music, weil das positive Energie gibt. Ich habe aber noch ein paar Szenen, die ich eigentlich in den alten Vlog mit reinmachen wollte, aber die Zeit war zu knapp. Der ging schon 15, 16 Minuten, also habe ich gedacht, ich klatsche die einfach jetzt hier mit rein. Das heißt, ihr seht jetzt noch ein paar Szenen aus dem Training. Bro, juckt es überhaupt einem, was ich hier mache? Nee, gell? Ach, scheiß drauf, wir sehen uns. Ich bin jetzt im Gym eigentlich voll kaputt, wie man sieht. Und jetzt hasse ich noch schnell ein Oberkörpertraining raus. Ich guck mal, ob ich vielleicht einen finde, der hier mal einen Satz aufnimmt und so. War im ersten Satz schon relativ heavy. Ich muss auch sagen, heute bin ich voll der Lappen. Und deswegen brauche ich auch ein bisschen Mucke jetzt heute. Ein bisschen geile Musik. Ich habe da auf jeden Fall einen Geheimtipp für euch. Krasseste Musik, die ich durch im Training. Aber ich darf nicht zu laut sagen, weil sonst klaut mir noch einer die Idee. Komm mal ein bisschen näher. Leute, das neue Album von Justin Bieber. Brutal. Beim Training. Es killt euch komplett weg. Justin Bieber, Mann. Der hat mir den Arsch gerettet. Geil. So, Friends, starkes Training gehabt jetzt gerade. Richtig gut. Ist zwar schon voll spät, aber egal. Check mal die neuen Taschen ab hier von Pro Bro Wear. Sind richtig geil. Since 2014. Ich trage jetzt die Nummer 14 im Gym. Ihr wisst Bescheid. Jetzt gibt es erstmal einen Plantain Shake. Easy peasy. Dann wird nach Hause gefahren. Vielleicht geht heute noch was. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen raus mit den Jungs. Schauen wir mal. Und yes, yo. Ja, ich find's geil. Mir macht's Spaß, jetzt momentan Videos zu machen. Ich muss jetzt noch mal kurz pissen. Wollt ihr dranbleiben? Nein, ich glaube nicht, oder? Yes, ich würde sagen, wir sehen uns. Ja, irgendwann, oder? Oder auch nicht. Bro. Scheiße. Hey, Bro, was machst du eigentlich da auf dem Boden? Geht's dir noch gut? Ja, ich hab mich vor der Kamera versteckt, Bro. Aber Digga, ey, du machst doch YouTube, damit die Leute sich das reinziehen, oder? Ja, schon. Also, dann hör auf, dich zu verstecken, du Pussy. Ja, okay, Bro, hast ja recht, Mann. Was geht ab, Peoples? Alles fresh? Friends, ich will mir auf jeden Fall eine Canon Legria, so eine kleine Canon kaufen, weil ich will euch auch mit rausnehmen. Ist halt geiler, wenn ich so eine kleine Legria hab, dann ist es so wie ein Handy, so wie Snapchat und dann kann ich da einfach mal so auch ein bisschen mit in die Stadt rausnehmen und eventuell auch auf die Arbeit mal mitnehmen und so ein bisschen undercover auch filmen. So, das kriegt da nicht jeder mit und das soll ja auch in der Uni und auf der Arbeit nicht jeder mitkriegen und deswegen ist es eine easy peasy coole Nummer, weil jetzt die ganze Zeit immer hier daheim zu erzählen, was ich so den ganzen Tag gemacht habe, ist auch schwul irgendwie und deswegen kaufe ich mir so eine kleine Cam und dann nehme ich euch mit raus und dann hoffe ich, ihr habt viel Spaß, weil ich habe Bock, diese Vlogs zu machen, Leute. Ich habe richtig Bock, diese Vlogs zu machen
Und was ich noch ansprechen wollte, wenn ihr noch ein bisschen was über mein Studium wissen wollt, dann checkt es mal in die Kommentare rein. Also einer soll es mal in die Kommentare schreiben und die anderen sollen einen Daumen hoch geben. Und da mache ich mal ein ausführliches Video zu meinem Studium, zu dem Studiengang und auch meine Empfehlung an Leute, die anfangen wollen zu studieren, was sie studieren möchten und so. Dass wir mal so ein bisschen auf diese Studiengeschichten ein bisschen drauf eingehen. Happy Birthday to you. Barish, my bro. Barish Elmas, wenn ihr ihn nicht kennt, ja, checkt auf jeden Fall die alten Videos ab, checkt Instagram, checkt Snapchat, ich werde alles hier einblenden. Der Bro hat heute Geburtstag. Ich will nicht sagen, wie alt er ist, weil er das bestimmt nicht möchte. Bro, ne, das möchtest du bestimmt nicht. Bro, ich weiß, dass du das jetzt hier siehst, ich wollte nochmal von ganzem Herzen auch vielen Dank sagen, Digga, für alles, ja, für die ganze Zeit, die wir zusammen durchgemacht haben. Vor allen Dingen auch für die Zeit, wo es mir nicht so gut ging, wo du zu mir standest. War eine krasse Zeit, du weißt, wovon ich rede, Bro, und dafür werde ich dir auf jeden Fall mein Leben lang dankbar sein, weil es war eine der härtesten Zeiten in meinem Leben und ja, ich habe dir da einiges zu verdanken auf jeden Fall, beziehungsweise ich hätte es wahrscheinlich alleine nicht geschafft und es war so geil, dass da jemand da war, der mir da zur Seite stand, der mir geholfen hat und ich weiß, immer wenn irgendwas Krasses ist oder wenn irgendwas passiert oder wenn ich irgendwie Hilfe brauche oder so, bist du für mich da und deswegen will ich auf jeden Fall Danke nochmal sagen, Bro. Das sind die Grüße an meinen Bro Barish. Say, girl, I don't wanna see you crying anymore. And I say, boy, I don't wanna see you dying anymore. Das ist mein Bruder, Leute, Philipp Lovelock, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr das geil findet, ja, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich versuche ihn die ganze Zeit zu motivieren, dass er noch mehr Songs macht, dass er noch mehr Lieder rausbringt. Ich finde auf jeden Fall ein richtig geiler Typ. Also ich bin mir auch sicher, dass wenn er mehr machen würde, dass er durch die Decke gehen würde. Allein wegen dem Nachnamen Lovelock gibt es Bescheid. Nein, Spaß beiseite. Motiviert ihn, indem ihr einen Kommentar schreibt, Leute. Und vielleicht kriegen wir ihn zusammen dazu, mehr Songs zu machen. Und yes, ich gehe jetzt ab ins Gym. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Warte, ich zeige euch noch mal einen anderen Part. Sie wollen das hier nicht hören. Sie wollen das hier nicht sehen. Doch währenddessen zerstören sie alles, wofür wir leben. Die Erde, sie dreht sich. Wir arbeiten vergeblich. Für einen Mindestlohn, wie ziehen wir bloß die Kinder groß? Bester Part, jetzt hört zu. Schreibt euch das hinter die Ohren. Auch wir sind hier geboren. Wir haben nichts zu verlieren. Doch wir wissen das Leben zu loben. Sieh weiter auf uns hinab. Irgendwann fallt ihr auf den Boden. Dann komm ich her und hol dich. Wo ist jetzt dein Mercedes? Sie wollen das hier nicht hören. Sie wollen das hier nicht sehen. Geiler Song, oder Mann? Das muss im Radio laufen, verdammte Scheiße. Bro, mach mehr! Mach mehr! Ich muss ins Gym, ich muss mich ablenken. Tschüss.